Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shadow of the Colossus. So, in der letzten Folge haben wir erfolgreich den ersten Titan oder Koloss, nennt wie ihr es wollt, haben wir erfolgreich gelegt. Und ich muss sagen, es war gar nicht so schwer. Ich habe es mir echt schwerer vorgestellt. Und ich bin gespannt, was uns in dieser Folge erwartet. Ich wollte eigentlich mal gerne hier ein bisschen die Welt erkunden, bevor wir zum nächsten gehen. Guck mal her, mein Pferdchen. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Wir könnten zum Beispiel mal zu den Bäumen hinten hingehen und schauen, ob wir die Äpfel jetzt dort runterbekommen. Pfeil und Bogen haben wir ja jetzt. Und ja, bin immer gespannt, ob das jetzt funktioniert. Ich mache mal das Bildmachgerät an, Leute. Wo ist mein Knopf? Wo ist mein Knopf? Da ist er. Gut, alles klar. So, okay, dann reite mal los. Oh, Zwischensequenz. Okay. Alles klar. Wir wieder hochgehalten. Wir haben, glaube ich, noch kein Leben verloren bis jetzt. Und Leute, wenn euch die Folge ein bisschen gefällt, lasst mir doch ein bisschen Support. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. In Form von Daumen nach oben oder auch ein Abo, wenn ihr Bock drauf habt, noch mehr zu sehen von mir. Ich weiß es ja nicht, ob ihr Bock drauf habt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. So. Bleibst du stehen, Mensch! So, gehen wir mal runter. Und übrigens, ab dem 7. September, glaube ich, kommt das neue Spider-Man-Spiel raus. Habe ich mir schon vorbestellt. Also würde mich sehr freuen, wenn ihr da reinschaut. Werde ich natürlich auch Let's Playen. Ob ich natürlich so schnell bin wie die Ober-Let's Player im World Wide Web, weiß ich nicht. So viel Zeit habe ich wahrscheinlich auch nicht, dass ich immer gleich alles sofort rausbringe, wenn es rauskommt. Aber es kommt auf jeden Fall auf meinem Kanal. So. Jetzt schauen wir mal, woher war der Apfel hier? Irgendwo war ein Apfel. Irgendwo habe ich einen Apfel gesehen. Schauen wir mal hier wieder. Ah, da ist einer. Genau. So, wo ist der jetzt? Dort. Ein Apfel ist irgendwie so eine, keine Ahnung, komische Frucht. So war der nicht. Wie kann ich den jetzt nehmen? Ah, der 2, okay. So, und hat uns ein bisschen Leben aufgefüllt. Ich glaube sogar, dass es dauerhaft dann mehr Leben ist, wenn man hier so eine Frucht isst. Ist hier noch eine? Ich glaube, so viele gibt es hier nicht in dem Spiel. Frucht des Landes, genau. Okay, dann würde ich sagen, wo würdest du denn jetzt hingehen? Ich will jetzt auch nicht zum nächsten. Der ist dort unten, glaube ich, genau. Und da gehen wir jetzt aber noch nicht hin. Wir schauen uns jetzt hier noch ein bisschen um, würde ich sagen. Jetzt aber noch nicht hin, ehrlich gesagt. Oh, da hinten wird es auch durchgehen. Gehen wir mal da hinten lang. Hey, ich glaube, dass man eigentlich für das Spiel gar nicht so viel Spielzeit hat, wenn man schnurstracks die Kolosse macht, dann ist man ja eigentlich, was ich glaube ich noch in Erinnerung habe, ziemlich schnell durch. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen hier ein bisschen das Spiel natürlich auch genießen. Am meisten auf so großen Plateaus sind dann irgendwelche komischen Monster. Also
Kolosse, aber ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich in einer bestimmten Reihenfolge nur explizit freigeschaltet werden, dass man gar nichts anderes machen kann jetzt. Ich weiß es nicht. Nicht mehr zumindest. Aber ich denke schon. Boah, die Kamera ist echt gewöhnungsbedürftig, Leute. Und ihr seht schon, die Welt ist komplett leer. Ich glaube, es ist halt so eine Art Zwischenwelt auch. Da ist ein Schrein, glaube ich. Hier kann man beten. Das machen wir doch jetzt gleich mal. Wir sind zwar voll, aber kann ich denn nicht überhaupt beten, wenn ich voll bin? Okay, wir sind eh voll. Alles klar. Was ist das hier? Weiß nicht, ob dem was gegeben hat. Skink mit 5 Linien. Gibt auf jeden Fall einen Pokal. Pokale sind immer gut, Leute. Aber ich finde, es hat auch ein bisschen was Mystisches, wenn hier die Welt so leer ist. Man hier praktisch mit den Kolossen komplett alleine ist. Er zeigt mir nichts an hier. Also dürfte jetzt auch keiner kommen. Obwohl ich mich, glaube ich, noch erinnern konnte, dass hier unten auch einer war. Ah, schaut schon geil aus. Ich glaube, du da runterfällst. Da hinten geht es auch weiter. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal hinten in die hintere Richtung. Dort unten in das Tal rein. Los, mein Hüttehü. Dort wollte ich mal lang. Mach doch mal. Der will nicht. Irgendwie war er nicht so. Ich glaube, da werden wir nicht reinkommen. Hier was machen. Sieht nicht so aus. Dann werden wir hier noch nicht reinkommen. Boah, ich glaube, ich habe die 2000 Grad im Zimmer. Es ist heiß ohne Ende. Obwohl ich eh schon im Keller spiele und hier es eigentlich immer angenehm kühl ist, aber trotzdem ist es so heiß. Na klar, Rechner läuft, PS4 läuft, alle Blasen hinten raus, ohne Ende.
Hier, glaube ich, war nichts mehr. Hier ist die Welt zu Ende normalerweise. Ja, hier ist die Welt zu Ende. Hier ist nur das Meer anscheinend. Okay, Gott sei Dank kann ich nicht runterfallen. Hier noch weiter? Nein, jetzt auch nicht weitergehen. Nope. Weißt du, man irgendwie auch in die Wälder kommen konnte? Bloß wo das jetzt noch genauer, weiß ich auch nicht mehr. Schauen wir mal, vielleicht geht es hier oben irgendwie weiter. Einsame Welt, leere Welt. Hier. Hier ist nichts. Nichts ist hier. Hier ist auch nichts. Nichts mehr. Okay. Was mache ich denn? Das wollte ich nicht. Okay, dann würde ich sagen, reiten wir doch mal langsam zurück. Wir hätten zwar dort hinten noch rechts gehen können, aber ich glaube, das werden wir dann später eh noch alles sehen. Im weiteren Spielverlauf. Was ist jetzt hier? Ja, bestimmt. Hier war es nicht, glaube ich. Jetzt sind wir dann hier rechts hoch.
Da sind wir wieder am Anfangsplateau. Genau, ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt aber einen Cut und dann schauen wir uns natürlich jetzt in der nächsten Folge auch den nächsten Koloss dann an. Ich wollte halt einfach mal ein bisschen erkunden, das wird vielleicht öfters noch passieren. Ah genau, da hinten sind die Wälder. Und in der nächsten Folge schauen wir uns höchstwahrscheinlich den nächsten Koloss dann an. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid und wieder fleißig einschaltet und fleißig kommentiert und supportet, Leute. Würde mich sehr, sehr freuen drüber. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.